Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe heute Hubert Mörle bei mir, der relativ bekannt ist durch den Mörlehof. Das ist ein Demeterhof. Und du machst so viele Sachen, beschäftigst dich eine Humisal-Akademie. Müssen wir nachher drüber reden, was das alles ist. Und ich denke, wir haben so viele Gesprächsthemen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Aber fangen wir mal an mit dem Demeterhof und vielleicht auch im Unterschied zur Landwirtschaft, wie wir sie heute haben, wo man ja, na, ich kann jetzt Bio kaufen bei Aldi und Lidl und was weiß ich alles, Bio-Gemüse. Was hältst du davon, wie sich das entwickelt und was ist der Unterschied zu dem, was du machst? Also was sich momentan aktuell entwickelt, in Bezug auf unseren Hof bezogen, seit Corona durch die Verteuerung der Lebensmittel bleiben wir auf unserer Bio-Lebensmittel sitzen. Mhm. Wenn man mal jetzt ganz hinter anfangen, ist total unlogisch, wenn man heute von Umwelt spricht, von Förderung von Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm. Und da sieht man, dass das Ganze nicht mit Natur und wesensgemäß und menschengemäß aufgezogen ist, sondern alles eine fadenscheinige Geschichte, mehr oder weniger. Und wir Bauern strengen uns an. Und mit jeder Maßnahme, wo wir die Situation für Menschen, für die Erde verbessern, zahlen wir drauf. Hm. So wie alle soziale Berufe. Ja. Ja? Also heute haben wir ein System, entweder du bist sozial, dann bringst du nichts auf den Boden, kriegst kein Geld aufs Konto oder nur Minus, oder du bist betriebswirtschaftlich diesen hier, dann bist du erfolgreich, bist aber menschlich lassen wir mal den Ausdruck. Genau. Ja? Und jetzt ging es mir darum, muss das immer ein Widerspruch sein? Hm. Und diese Idee hatte ich aber schon vor 30 Jahren, dass ich sage, wenn ich als Bauer das letzte Glied bin, was die Finanzen anbelangt, ja, und ich habe das auf das Brot geschmiert bekommen bei einer Getreidepreisverhandlung mit einem Getreidehändler, indem er dann sagte, Herr Mörle, gehen Sie nach Hause auf Ihren Acker, der Rest geht Sie nichts an. Also auch die Preisgestaltung, da hast du gar nicht mitzureden, oder was? Obwohl du es ja produzieren musst und musst du auch sagen, rechnet also, sich das? Ne? Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein normaler Landwirt schreibt nie im Leben eine Rechnung. Er bekommt immer eine Abrechnung, eine Getreideabrechnung, eine Milchgeldabrechnung, eine Viehabrechnung, Obstabrechnung und trotzdem wird er als Unternehmer eingestuft. Das muss man sich zergehen lassen. Ja, ja. Das heißt, der Bauer sieht an der Abrechnung, wie viel ihm übrig gelassen wird. Und durch diese Bemerkung dieses Getreidehändlers wurde mir bewusst, Bauer, liefer du dein Zeug, halt dein Maul, ab dem Hoftor beginnt unser Wirtschaften. Mhm. Ja? Und es gibt keinen Unternehmer, der nicht schon bevor er beginnt mit seiner Tätigkeit, errechnet hat den Gewinn. Vorher fängt er gar nicht an. Ja. Ja? Ein Bauer, der hängt am Sach, sagt man, der schafft auch noch, wenn er nichts mehr verdient. Außerdem, ein Bauer kann nicht einfach mal seinen Betriebszweig ändern und den Markt anpassen. Das kann sein, wenn er heute Dinkel anbaut, dann bauen plötzlich alle Dinkel an. Er weiß das ja nicht unbedingt. Mhm. Und aber diejenigen, die einem das empfehlen, die wissen sehr wohl, weil wenn man dann viel Dinkel hat, dann kann man den Bauer wieder drücken. Mhm. Dann hat der Bauer angebaut, gedroschen und bekommt nichts. Oder nur wenig. Hat sich also nichts gelohnt im Grunde. Ja, und seit diese Spekulation dann auch noch in die Börse eingegangen ist, ist es ganz vorbei. Und durch diese Subventionierung, ich habe das ja alles mitbekommen in den 70er, 80er Jahren, wo das angefangen hat, und ich habe das so sinngemäß formuliert, man hat dem Bauer eine D-Mark gestohlen und hat ihm über die Subvention 10 Pfennig wieder gegeben. Mhm. Ja? Und damals hatte man ein DIN A4-Blatt, das hat man ausgefüllt, das war easy, das war weicht und ja, dann hat man Geld bekommen. Aber gleichzeitig, das muss man wissen, Anfang der 80er Jahre haben wir 53 D-Mark bekommen für den Doppelzentner Weizen. Und da muss man wissen, durch die Chemie und die moderne Züchtung
haben wir sozusagen pro Hektar immer mehr ernten können. Und auf der anderen Seite gingen auch die Preise immer hoch, immer mehr hoch. Ja? Also immer weiter ging es rauf. Und dann kam eine Zeit, wo der Weizen nur noch 8 Euro gekostet hat. Mhm. Also in D-Mark umgerechnet 16 D-Mark. Mhm. Die Gestehungskosten, ja, die für Betriebsmittel, Schlepper und so weiter, sind in der Zeit aber um 1000% gestiegen. Mhm. Das kann ein normaler Mensch nicht zusammenbringen, und in der Schule wird gelehrt, wachsen oder weichen. Und zu mir hat man damals gesagt, wo ich in die Berufsschule gegangen bin, bis in 10 Jahren sind nur noch die Hälfte von euch Landwirte. Und das ist heute noch so Programm. Das ist heute noch Standard. Entweder du setzt dich durch. Und gerade jetzt habe ich es wieder erlebt. Nur damit man mal den Bauernstand ein bisschen erlebt. Da stirbt ein Bauer. Und dann kommen andere, die das ja gelernt haben, so, kommen auf den Friedhof. Der Kerl ist noch nicht mal unter Boden. Du könntest mir das Feld geben. Jetzt ist diese Frau in ihrer Trauerphase und sagt halt ja. Das ist nicht bei allen Bauern so, aber das ist sowas auch im Blut übergegangen, im Bildungssystem. Gib ihm, geh durch. Ja? Und trotzdem ist der Bauer nicht reicher geworden. Er ist entehrt worden. Er hat sich entehren lassen durch das Bildungssystem. So, und jetzt habe ich eben irgendwann gesagt, so kann das nicht weitergehen. Und auch mit der Chemie in der Landwirtschaft. Und dann habe ich überlegt, welche Anbaurichtung, und habe mich dann für Demeter entschieden, weil ich gemerkt habe, da ist mehr dabei, als nur jetzt Regenwürmer zählen, also auf der materiellen Ebene zu bleiben. Und weil ich sowieso mit dem Herz von klein auf zu tun habe, habe ich gemerkt, da ist irgendwas zu holen, da ist mehr drin. Aber ich muss das Ganze auch erst für mich richtig verstehen und in meine Worte bringen, was der Rudolf Steiner da geschwätzt hat, weil seine Sprache ist nicht ganz einfach. Ja. Und das sieht man auch an den Interpretationen von dem Rudolf Steiner, wie da manches abdriftet. Da musst du ein Tent über den Kopf zusammenschlagen, was da rauskommt. Das ist mit jedem, der was Neues bringt, da kommen dann die Nachfolger und machen irgendwas draus. Ja, und darum habe ich es für mich selber studiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, wo ich heute stehe, um den Menschen rüberzubringen, was habe ich an Qualität an Lebensmitteln, in den Lebensmitteln, damit sie darauf zugreifen. Aber das ist jetzt dann die Steigerung von Demeter zu Humisal. Ja, aber nochmal, um uns das klarzumachen, also die Bauern, die erzeugen ja im Grunde das, was wir essen und nicht Aldi und Lidl und Netto und wie sie alle heißen. Aber die Menschen, die Kinder wachsen heute damit auf, dass sie eben jeden Tag im Supermarkt alles kaufen können und auch gar nicht mehr gucken, was ist da jetzt tatsächlich alles drin. Sind da eigentlich noch die Sachen drin, die ich zum Leben brauche, die Vitamine, die Mineralien? Wie ist das denn? Hast du dich damit befasst, was da heute drin ist? Ist doch sehr viel weniger, als wir vor 50 Jahren hatten, oder nicht? Nehmen wir nur als Beispiel die Kartoffel. Durch diesen degenerierten Anbau haben die Kartoffeln Kalzium eingebüßt von ca. 40-50%. Weniger Kalzium drin. Ja? Ja. Das heißt, es ist aufgeblähtes Zeug sozusagen, was wir dann essen. Das heißt, einerseits, das ist jetzt nur auf Kalzium bezogen, aber es bezieht sich auf alle Elemente. Ja. Quasi man hat das Lebensmittel aus der Ordnung herausgenommen. Ja? Und damit sind aber auch die Vitamine, die Spurenelemente, die Mineralien nicht in einem ausgewogenen Verhältnis. Ja? In meiner Sprache, normal ist die Pflanze verbunden mit Erde und Kosmos. Ja? Ja. Und durch die biodynamischen Präparate geht es darum, diese Verbindung wiederherzustellen, was durch normalen Abbau und so weiter etwas genommen wird, der Natur, das wieder zu heilen, damit dieses Lebensmittel dann dem Mensch diese Ordnung, ja, wieder zukommen lassen kann. So, und ich bin aber dann noch einen Schritt weiter gegangen. Durch meine persönliche Entwicklung kam ich recht früh an karmische Dinge ran und auch an seelische Altlaster auf unserem Bauernhof. Mhm. Und die waren nicht ohne.
Und also du hast einen Hof übernommen, ja, und da hast du gemerkt, da ist was, ja, negative Energie oder wie? Ja, also es war so, einmal habe ich einen enormen Streit zwischen meinem Vater und mir gehabt. Und dann auch im Dorf selber, die Bauern gegeneinander und so weiter und so fort. Und das ganze Dorf, auch historisch, ja. Und das habe ich alles hinterfragt. Und da habe ich dann interessante Dinge herausgefunden. Nehmen wir eins der jüngsten Beispiele. Ich habe ja 2010 ausgesiedelt mit unserem Bauernhof. Und dann, das war ich auf dem freien Feld. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da ist alles frei. Da gibt es keine seelische Altlasten. Purer Sand, während unten im Dorf lehmisch, also richtig schwer und oben gewisse Leichtigkeit jetzt, wo wir jetzt sind. Und dann, aber wir waren kaum eingezogen, sind in einer Ecke von dem Stall immer Kälber eingegangen, also Kälber gestorben, ja. Hey Gott, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und bis wir dann rausgefunden haben, dass da ursprünglich ein Hexenverbrennungsplatz war. Ach, okay. Ja, von wegen freies Gelände. Ja, und heute weiß ich, dass eben damals genau solche Plätze, die auf einer Anhöhe waren, ausgesucht wurden, um die Menschen weitgehend einzuschüchtern. Ja? Dass man es vom Weiten sieht. Dass man es von Weitem sieht, ja. Also das in Ordnung gebracht, ja. Und dann war das vorbei. Und das ist jetzt ein ganz wichtiges Merkmal von meiner Arbeit. Geistige Arbeit muss bei mir physisch messbar sein, auf der materiellen Ebene. Also so ein Seminartourismus und Spiri und so Blümchenzeug, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, hat für mich keinen Wert, es muss eine Auswirkung haben. Ja. Und erst 2019 habe ich gedacht, Menschenskind, irgendwie kommt die Energie an dem Hof nicht so richtig zum Laufen. Jetzt habe ich doch schon viel Transformationsarbeit gemacht und dies und jenes, das gibt's doch nicht. Und jetzt ist da neben dem Hof eine Anhöhe in etwa 500, 600 Meter Entfernung und von dort aus habe ich dann mal den Hof angeschaut, auch mental. Dann sehe ich rechts vom Hof ein Gemetzel auf einem Acker. Und dann habe ich gedacht, Menschenskind, wer könnte mir da helfen? Da brauche ich Maschinen, keine Ersatzteile. Also sagt man so landläufig, also da brauche ich jetzt einen Profi. Ja. Und ich nenne jetzt auch den Namen. Ich habe vor Jahren mal so am Rande den Anton Stieger kennengelernt. Ich weiß nicht, sagt der dir was? Haben wir schon gehört. Ja. Aus der Schweiz, ja, allgemein okay. So als Geisterjäger bekannt. Ja. Kurze Erwähnung, das ist ein Mensch. Als kleiner Junge, da war er ungefähr 6 Jahre alt, sind bei ihm Pferde geschändet worden. Und gerade sein Pferd bis auf den Knochen. Ja. Der Tierarzt wollte das Pferd einschläfern und der kleine Bub hat dann gesagt, nichts da. Und am Abend war die Wunde bereits um die Hälfte zu gewachsen durch seine Fähigkeit. Ja. Jetzt ganz nebenbei, auf jeden Fall, ich habe ihm eine E-Mail geschickt, ob er was erkennen kann. Und ich habe immer gespürt, da muss in vorchristlicher Zeit irgendwas gewesen sein. Kommt eine Mail zurück und er kriegt da viele E-Mails. Ja, da war was in der Vorrömerzeit. Und da war ich selber natürlich auch beteiligt, kann ja nicht anders sein. Und da sind nur 140 Seelen, die muss man entlassen. Und dann habe ich ihn aber höflichkeitshalber gefragt, ob er kommen müsste. Dann sagt er, nein, das kannst du selber. Ja, und dann haben wir die entlassen und so, ja, durch diese Betroffenheit. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ich gehe nur an spirituelle Dinge ran, wo ich eine Betroffenheit habe. Entweder bei mir oder bei anderen. Und wenn keine Betroffenheit ist, was soll ich da rumalbern? Ja, das bringt es ja nicht. Aber es fängt ja damit an, dass du sowas überhaupt wahrnimmst. Ich meine, die meisten Menschen, die würden den Hof sehen und sagen, naja, es läuft oder läuft nicht. Aber solche Dinge wahrzunehmen, hast du das von klein auf? Ist das was Natürliches oder was uns aberzogen wurde? Oder kann man sich das wieder erarbeiten? Lernt man das bei euch in der Akademie? Oder wie kommt man daran? Du gibst mir jetzt ein Stichwort für ein ganzes Buch. Ja, sorry. Begonnen hat es damit, dass ich eben von klein auf Herzprobleme hatte. Ja? Also immer so Stecher und Klemmen. Physisch war alles okay. Ich bin öfters beim Arzt gewesen. Und trotzdem diese Stecherei. Und ja, eben durch diese Erlebnisse mit diesen Gesprächen und so weiter,
habe ich, wie war das? Dann habe ich mich zunächst mit meinem Herz beschäftigt. Und nachdem ich eben herausgefunden habe, was es mit meinem Herz auf sich hat, nämlich eben, dass sich der Christus in mir gemeldet hat, ich mache jetzt einfach eine Kurzform, weil das habe ich schon in anderen Videos erwähnt. Und übers Herz, wo ich das kennengelernt habe, habe ich dann den Zugang bekommen zu meiner eigenen Seele. Und dann konnte ich an meine eigene karmische Themen. Und dann erst kam die Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf Elementarwesen. Und das, eines der ersten Erlebnisse war, dass ich 1993 Marco Bogacnik kennengelernt habe. Der war, ist ein Landschaftsheiler aus Slowenien. Und, aber das, da hatte ich noch keine Wahrnehmungsfähigkeit. Ich wollte Peter Caddy kennenlernen. Mhm. Der Gründer von Findhorn. Ja. Und der Peter Caddy hatte damals in Deisendorf bei Meersburg gewohnt. Und ich wollte ihn kennenlernen. Ja, und dann bin ich zu ihm gegangen. Dann hat er die Tür geöffnet, führt mich in das Wohnzimmer. Und da saß ein Mann, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin. Und das war Marco Bogacnik. Jetzt hat er an diesem Wochenende dann ein Seminar gehabt und hat mich eingeladen. Und jetzt bin ich da hingekommen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Ich bin da hingekommen. In dem Garten viele Bäume und dann sind da, ja, bei solchen Seminaren sind halt mehrheitlich Frauen. Mhm. Und dann hängen die alle um die Bäume rum, mhm, und ich komme jetzt so als bodenständiger Bauer. Und denkst, was soll das, was machen die hier? Die spinnen die jetzt. Wo bin ich da reingeraten, ja? Und dann habe ich den Marco angeschaut. Ja, das ist eigentlich ein bodenständiger Mensch, ja? Und, ja, und so ging es los, so ganz wie eine Jungfrau zum Kind, wie ich da reintappt. Und ja, und dann kamen eben so Wahrnehmungsfähigkeiten Stück für Stück. Und eben im Zusammenhang mit solchen abschätzigen Bemerkungen, wie ich es eingangs gesagt habe, dann wollte ich wissen, wo kommt der ganze Wahnsinn her, dieses Abschätzige, die Kriege, die Streitereien und das nie aufhörende, ja, ja, dieses Zerstörerische, was wir jetzt heute ja wieder sehr eklatant haben, bis... Ja, also alle Perversionen, ja, und ja, so. Und dann ist mir zu der Zeit auch Goethes Faust immer um die Ohren herumgeschlagen worden. Und ich habe den zunächst nicht kapiert. Aber dann kam mir so ein Zündfunke. Moment, der Faust hat die Seele des Menschen auf die Seite gestellt. Also wenn man mit dem Mephisto einen Vertrag eingeht, und das ist ja, das zieht sich durch alle Märchen hindurch, der gibt dir was, der Teufel, und dann hinter... Will er was haben dafür. Dann der Preis, nämlich deine Seele. Ja. So, und dann habe ich gesagt, genau das ist das, was Jahrtausende lebt. Wie schon zu Jesuszeit gegen Silberlinge. Darum heißen meine Dinge jetzt auch Silberlinge, um das Ganze zu transformieren. Ja? Okay. Die Materie und das Geldsystem. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Und dann habe ich gesagt, es muss möglich sein, seine Seele nicht verkaufen zu müssen und trotzdem die Liebe zu erleben, die Menschlichkeit, das Soziale und trotzdem materiell erfolgreich sein. Ja. Das war die Hypothese. Dann habe ich gesagt, also gut, wenn ich meine Seele kennenlerne und jetzt auch dann in Kommunikation komme mit den Elementarwesen bis hinauf zu der höchsten geistigen Hierarchie und dann in eine Partnerschaft komme und ein Partner, der klopft dir manchmal auf Finger und manchmal schubst er dich auch, wenn du selber nicht willst. Mhm. Das ist also nicht jemand, den man nur anbetet und betet und betet, naja, das soll er halt machen. Nein, ein Partner, der züchtigt dich auch, ja, sozusagen. Und dieser hohe Anspruch hatte ich dann, dass das quasi die Lösung ist für alle unsere Probleme, für einen lang anhaltenden Frieden, einen göttlichen Frieden. Und wo aber auf alle Ebenen wirkt, inklusive dem Geldsystem, dem politischen System, das Erziehungssystem, Wirtschaftssystem, Technikwesen, ja, diese Techniken, die dauernd... Haben auch Elementarwesen. Ja, ne? Und so, ja. Wenn ein Computer schimpfe und so, dann wird er auch nicht besser, ne? Also besser. Ein Flugzeug kann zum Beispiel nicht fliegen ohne Sylphen. Mhm. Ja, also bloß so ganz nebenbei. Also... Und dann habe ich mich da richtig reingekniet. So, und das war meine Hypothese. Und eines Tages, als ich dann so weit war, habe ich dieser Elementarwelt oder der ganzen geistigen Welt, weil es geht ja um Hierarchie. Der Erzengel Michael kann nur bis zu einer bestimmten Hierarchie herunterwirken. Dann geht es zur nächsten, bis zu der Elementarwelt, die
als nächstes zu unserer physischen Welt Ebene, also wirken. Vierte ja. Dimension. Ja, ja. Ja. Aber nicht in Form, ich chef, du nix, sondern einfach stufend. Mhm. Ja. So, und dann eines Tages habe ich das dann angeboten mit dieser Partnerschaft. Und dann kam so ein Echo, Hubert, jetzt möchtest du mit uns zusammenarbeiten, weil es dir dreckig geht. Und dann, wenn es dir wieder besser geht, dann vergisst du uns wieder. Also so wie zwischen Menschen, mhm. wenn man ganz unten ist, dann erinnert man sich an seine Freunde. Und wenn es einem wieder besser geht, dann verschwindet das ein bisschen. Dann sage ich, nein, ich mein's ernst. Ja, und dann habe die mich eine Weile geprüft. Und eines Tages kam so eine Art, war ich beim Spazierenlauf, und dann kam so eine Energiewolke mir entgegen aus dem Wald. Dann kam so sinngemäß, Hubert, jetzt möchten wir mit dir zusammen arbeiten. Und dann habe ich gesagt, und da will ich eine Unterschrift. dass das Bündnis zwischen euch und dem Mensch nie wieder verloren geht. Und das Spannende ist, auch Marco Bogacznik hat ein Buch geschrieben, das heißt Parallelwelten, und da schreibt er, dass irgendwann der Mensch dieses Bündnis zur Feenwelt und aufgekündigt hat. Und dann habe ich gesagt, genau, jetzt habe ich dieses Bündnis wieder, und es hat sogar einen Namen. Ja? Und dann kam eben, ich habe da einen Begriff dazu gesucht, für dieses Bündnis, und habe da ein bisschen rumgesucht. Und jetzt muss man eines wissen, so Elementarwesen sind teilweise wie kleine Kinder. Die tanzen einem auf der Nase rum oder machen schelmische Dinge, die aber manchmal ganz gewaltige Auswirkungen haben können. Und dann habe ich sozusagen auf der Putz gehauen, auf der Tisch gehauen. Ich brauche jetzt da einen Begriff dazu, aber nicht jetzt außer mir, so Wut, sondern so bestimmt und in mir stehend. Und am anderen Morgen, kurz vor dem Aufwachen, kurz bevor ich die Augen aufgeschlagen habe, stand das Wort Humisal vor meinem inneren Auge. Und dann bin ich erschrocken. Und das habe ich jahrelang gebraucht, herauszufinden, was das Wort bedeutet. Und ein Pfarrer hat es mir dann erklärt. Und da musste ich erst mal lachen, weil als kleiner Junge wollte ich Pfarrer werden. Und wegen dem Latein habe ich keinen Bock gehabt. Und so weiter. Also so. Und jetzt ist das... Was bedeutet es denn jetzt auf lateinisch Humisal? Oder die Wortbedeutung? Ja, die Wortbedeutung war denn so, dass eben ein Mönch mir erklärt hat, da sind zwei lateinische Wortsilben drin. Humilitas bedeutet Demut. Mhm. Und Demut und Demütigen hat nichts mit Erniedrigen zu tun. Ja. Da hat man das Deutsche auch voll verdreht. Ja. Demut, Dienmut. Früher zum Beispiel hat man gesagt, wenn man zur Bundeswehr ging, ich gehe zum Dienen. Genau. Mhm. Ja, nicht zum Umeinanderschießen, sondern ich gehe zum Dienen. Und Demut, ein altes Wort für Demut, heißt Dienmut. Den Mut zum Dienen, Ursprünglichkeit und Salus, Heil, Gesundheit. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so eine gewaltige Sache ist, dann möchte ich das jetzt noch weihen lassen. Und dann habe ich überlegt, wer könnte das machen. Und dann habe ich einen pensionierten Pfarrer bei uns gefunden. Also da sieht man dann gleich, Organisation ist Organisation, aber das Bodenpersonal, da sind super tolle Kerle dabei. Gibt's so also, und solche, wie überall. Ja. Und der hat mir dann nochmal, der hat sich eingehend dann damit beschäftigt, weil ich damals schon eine Wasserbelebung entwickelt hatte. Und dann kommt er und sagt, Humisal bedeutet, das wahre Wesen erkennen, wie es ursprünglich geschaffen wurde, es wieder ordnen, es anerkennen, ihm den Wert zuordnen, der diesem gebührt. Und mir ging ein Schauer nach dem anderen durch, weil das ist mein Anspruch. Alles Wesenhafte, Geldwesen, Menschenwesen, Pflanzenwesen, Technikwesen zu ordnen. Und ich habe gefragt, woher haben Sie das? Der ist zusammengezuckt. Ich wusste das selber nicht, oder was? Genau, und dann wusste ich, ich brauche nicht weiter zu fragen, alles gut. Und genau das ist wirklich dieser Anspruch, aber da habe ich mir wirklich hohe Messlatte gelegt. Ja, ja. Und jetzt ist so, das Humisal ist jetzt ein Partner. Und du kennst es vielleicht auch, so Pioniere, auch in der Technik oder so, die schaffen und dann haben sie die Entwicklung, dann kommen sie auf die Erfolgsspur
Und dann haut sie ihnen der Vogel raus, ja. Dann müssen lauter teure Autos und Frauen. Kennst du alles. Und dann kommt der Absturz. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, mir passiert das nicht. Und jetzt Folgendes. Wenn jetzt jemand einen stärkeren Motor entwickelt für ein Auto, was muss er parallel machen? Was ist das Wichtigste? Ein Auto bezogen, ja? Er muss erstmal Geld in die Hand nehmen, oder? Nein, jetzt direkt auf das Auto bezogen. Was ist das Allerwichtigste? Und das bezieht sich eben auch auf diese Geschichte, wenn ich also jetzt immer mehr Energie bekomme, ja, und dass es mir nachher, wenn der Motor, wenn das Auto in Fahrt kommt, Frage stellen muss dann auch stabil sein. Das spielt ja keine Rolle. Das kann ja sein, der startet, fährt los und das bleibt stehen. Ja, das ist nicht das Wichtigste. Oder was ist das Wichtigste am Fahrgestell? So rumgefragt. Ja, da kommt kaum jemand drauf. Die Bremse. Ja. Und in Humisal, und das ist das Besondere, ist ein geistiges Selbstregulativ. Und das fehlt allen Entwicklern, die in der Vergangenheit sehr gute Dinge entwickelt haben. Viktor Schauberger zum Beispiel, ja, der hat es dann sozusagen Leuten zur Verfügung gestellt, die damit dann Unfug gemacht haben. Ja. Oder andere, auch Tesla, ja, oder so. Und dann kam die geistige Welt und hat eine Schranke rein, so, jetzt ist vorbei, ihr erfahrt gar nichts mehr. Erst die Moral. Ja. Und das habe ich erlebt. Ich war 2014 an Pfingsten in Kraljevic, dem Geburtsort von Rudolf Steiner. Da habe ich ein Seminar geleitet, einen Workshop. Und dann kommt ein Kroate zu mir, Nikola Tesla ist auch hier. Dann sage ich, wo? Da hinten. Dann sage ich, nein, da steht Rudolf Steiner. Nein, da steht Nikola Tesla. Nein, da steht Rudolf Steiner. Dann bin ich 2 Meter auf die Seite zu ihm und dann habe ich gesehen, dass Tesla hinter Steiner steht. Wir standen zusammen. Hintereinander. Und dann kam mir sofort ein Symbol. Rudolf Steiner mal gefragt, ob es entgegen der abbauenden Energie wie Elektrizität und Magnetismus, die abbauende Energie sind, eine Leben bejahende, äquilibrierende Energie gäbe mit einer sozialen Ordnungskraft. Das ist ein Maximum an Herausforderung, ja. Und dann hat er gesagt, dann hat er von der Energie erzählt, aber unter Verschwiegenheit. Und dann hat eben Ehrenfried Pfeiffer, das war der Student, der gefragt hat, was denn die Voraussetzung sei, damit diese Technik entdeckt werden würde. Dann sagt er, die soziale Dreigliederung müsste ja auf einem kleinen Teil der Erde gelebt werden. Ja, Dreigliederung, also Rechtswesen, Wirtschaftswesen und das Geistesleben, dass die drei für sich, jeder für sich steht und keine Vermischung. Ja. Das ist nochmal ein separates Thema. Und das Zweite, dass die Waldorfpädagogik allgemein geworden wäre. So, wenn man aber heute das anschaut, was heute lebt, dann sieht das schon also recht mager aus. Mhm. Also, und jetzt kam mir symbolisch zu dem Erlebnis Steiner-Tesla. Steiner steht quasi davor mit seiner Aussage, zuerst die Moral, die Ethik, das Gewissen und dann kriegt ihr diese Energie geschenkt. So, und das wiederum heißt letztlich, diese Gewissenskräfte, also jetzt im Zweiten Weltkrieg, die haben einen starken Intellekt gehabt, intelligent waren die und ein starker Wille aus dem Bauch raus, aber das Herz fehlte oder blockiert, ja. Einbetoniert, ja, und darum hat die auch so eine wahnsinnige Kraft gehabt. Und was man auch noch wissen muss, warum die Leute im Zweiten Weltkrieg so eine Wahnsinnskraft gehabt haben. Also bitte, das ist mein Studium. Das geht nicht um Verherrlichung oder negativ oder positiv, ja, ja, sondern wo haben die Kraft hergeholt? Und wenn man denkt, die haben viele Bauern in ihren Reihen gehabt. Mhm. Himmler war, glaube ich, auch ein Bauer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also gab es die Artamanen, die Hüter der Schwelle in Ostdeutschland, und die sind dann in der HJ aufgegangen. Ja? Die haben also die Kraft der Erde gehabt. Und die heute rumeiern, Politiker und so, die haben keine Erden. Mhm. Schau dir der Habeck und die Leute alle an, die sind Schlesien-Vertriebene, die haben Entwurzelungen, auch Stars, ja,
Schlagersänger, wenn man die alle anguckt, Vertriebene aus Schlesien oder Sudetenland oder Bessarabien, wie auch immer, voll enterdet, darum halt die Kraft nehmen. Und deshalb sind die lenkbar von denen, die es wissen. So, also ich switche gerne. Ja. Aber das ist interessant. Ja, weil das ist einfach so ein riesen Blumenstrauß, den ich da mir angeeignet habe. Auf jeden Fall, jetzt habe ich sozusagen mit dem Humisal auch ein geistiges Selbstregulativ. Das Erste, was jetzt ist, um an neue Techniken ranzukommen, um an ein gescheites Erziehungswesen, und dass es nicht einem immer wieder der Boden unter den Füßen wegzieht, wie bei Silvio Xell, das Wunder von Wörgl und so weiter, ist es wichtig, dass jeder, der daran arbeitet, zunächst jetzt seine karmische Geschichte anschaut. Weil ich sage jedem auf den Kopf, und das hat sich bisher immer gezeigt bei den Transformationsarbeiten, die man macht, dass derjenige, wo jetzt sowas entwickeln will, schon in früherer Zeit dran war, aber möglicherweise missbraucht hat. Ja. Und zwar vom Feinsten. Und jetzt will er da was Neues, was Gutes machen, aber die Fischplatte sagt was anderes. So, und jetzt muss diese Fischplatte zunächst bereinigt, aber nicht, wie man sagt, raus und loslassen. Moment mal, das Loszulassende ist ein Potenzial. Das ist sozusagen wie ein giftiger Mist. Der Mist von der Tiere ist zunächst giftig, also nicht pflanzenverfügbar. Der muss verwandelt werden durch Organismen. Und genauso ist das Loszulassende ein Potenzial, was verwandelt werden will durch den Christus in uns. Das ist der einzige Verwandlungskünstler. Und wenn da andere kommen mit irgendwelchen komischen aufgestiegenen, was weiß ich was, dann sage ich, hör mal auf. Ja? Das ist der Einzige, der das in der Lage ist. Und dann kommt das in verwandelter Form als unterstützende Kraft. So, und wenn du jetzt ein 2,5 Liter Auto entwickeln willst, wie damals Audi Ende der 80er Jahre, Audi 100. Du hast das Ding hier transformiert, dann ist der Spiegel im Außen weg, du bist unangreifbar. Genauso wie wenn du Beziehungskiste hast, Beziehungsprobleme, du lösest die, aber parallel deine Frau auch, ja, das ist wichtig, dass die auch eintritt, und plötzlich versteht ihr euch, wie wenn nichts gewesen wäre. Keine Spiegelung, kein Gegen mehr. Und gerade die Alternativszene, die dauernd irgendwas versucht, die kapiert das nicht, dass sie zuerst in ihrem eigenen Seelenleben schauen müssen vor ihrer eigenen Wüste. Das ist mein Aufruf. Und dann kriegen wir die neue Welt hin. Und jetzt ist es auch noch wichtig, zu den Transformationen, ich bin Bauer. Und jetzt kommen die Lebensmittel dazu. Ohne Lebensmittel, die eine saubere Verbindung Erde-Kosmos haben, brauche ich keine Transformationsarbeit machen. Weil, wenn ich degenerierte Nahrung zu mir nehme, ich mache Transformationsarbeit auf der anderen Seite, was passiert da? Das bleibt nicht. Das kommt nicht auf den Boden. Und es gibt viele Seminarteilnehmer, die transformieren. Super Seminar, super happy, kommen heim, nach kürzester Zeit. Und drum eben Lebensmittel, dann noch den Ort, wo ich lebe, auch noch in Ordnung bringen. Und das sind wichtige Dinge. Also, und jetzt habe ich da das Ganze gesteigert, eben neben den biodynamischen Präparate bei Demeter. Jetzt bin ich dran, meine karmische Sache zu lösen. Was glaubst du, was diese Lebensmittel für eine Energie haben? Mhm. Und das können die Menschen mittlerweile messen mit kinesiologischem Test oder Pendel oder nur auch im Spüren von einem Video. Das ist also, und da habe ich jetzt ein bisschen, ich versuche das die ganze Zeit bei Demeter rüberzubringen, die wollen mich nicht hören. Demeter war ja auch während der Corona, dass sie dann auch zum Impfen empfohlen haben. Was Da bin ich richtig granatenmäßig sauer geworden. Ich habe eine E-Mail dorthin geschrieben, die war saftig. Und ich habe dann viel Dankeschön bekommen, weil das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Was hat die Impfung mit dem biologisch-dynamischen Landbau zu tun? Mal rein fachlich. Ja? Und außerdem, wenn wir schon bei der Impfung sind, es gibt tausende von wissenschaftlichen Untersuchungen. Das brauche ich nicht. Ja. Weißt du, was ich brauche? Meine Mutter hat zuerst für meine Gesundheit gesorgt. Im Alter von 2 Jahren wäre ich beinahe über ein Jahr angegangen wegen Lungenentzündung. Die hat jeden Tag gekotzt wegen meiner Schwangerschaft. Also mit der Schwangerschaft mit mir.
Und dann hat die sich um meine Gesundheit gekümmert. Dann habe ich mich selber um meine Gesundheit gekümmert. Ja. Und jetzt guckt mir da so ein Lauterbach oder ein Spahn oder den Söder oder wie sie alle heißen, ins Gesicht. Ja. Da sehe ich doch schon im Gesicht, dass das Teufel, Teufel sind. Fertig, aus. Das sind einfach keine Menschen. Und denen vertraue ich meine Gesundheit an. Da brauchst du keine wissenschaftlichen Untersuchungen, verdammt nochmal, sondern ganz einfach beobachten. Mein Eindruck ist, dass diejenigen, die sich nicht impfen haben lassen, dass das die Menschen sind, die auch verbunden sind mit ihrem höheren Selbst vielleicht, die im Herzen einfach spüren, das ist es nicht. Also ich brauche auch gar keine wissenschaftlichen Untersuchungen dafür. Ich spüre es einfach. Ja, wozu brauche ich das? Ich bin gesund. So, und jetzt sagst du einen bestimmten Punkt. Jetzt hat man bei gewissen bewussten Menschen erlebt, dass sie sich impfen lassen. Hm. Und hat gedacht, Moment mal, die sind doch bewusst. Wieso lassen die sich impfen? Und du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Wenn ich in mir beheimatet bin, diese Gewissenskraft, dieses Wahrheitsempfinden, und der Christus sagt ja, ich bin die Wahrheit, das Leben und der Weg, die Entwicklung. Ja. Also wenn ich mit dieser Wahrheit verbunden bin, genau, du hast einen ganz wichtigen Punkt jetzt gesagt, und viele dieser sogenannten bewussten Menschen haben nicht die Verbindung zu hier, sondern die sind intellektuell bewusst, aber das kommt nicht hier an. Ja. So, und wer wirklich bewusst ist und etwas verstanden hat, wenn ich etwas verstanden habe, dann habe ich es nicht nur mit dem Intellekt verstanden, sondern mit dem Herz. Also das sind ganz wichtige Dinge, und die es mit dem Herz verstanden haben, Für die war das gar nicht eine Frage, weil was soll der Blödsinn, ja? Ja, die spüren das einfach, und das ist dann eine ganz klare Sache. Da brauche ich auch gar nicht diskutieren oder irgendwie mich rechtfertigen oder so, und, sondern ich spüre es einfach. Ja, und jetzt in Bezug auf die neue Variante und so weiter, eine ganz wichtige Botschaft, könnte sein, dass du es sogar erwähnt hast, die Begrifflichkeiten. Ich wundere mich immer, wie kommen die auf bestimmte Worte? Ja. Und jetzt habe ich sofort erlebt bei dieser Impferei, also wahrgenommen, dass da Wesenheiten geimpft werden. Ja. Wesenheiten. Ja. Also meine Wahrnehmung war, diese Wesenheiten nehmen dann Platz in der Nähe des Gehirns, schaltzentral in der Nähe des Herzens und Fruchtbarkeitsorgane. Das war meine Wahrnehmung. Mhm. Und dann bei einem entsprechenden Befehl durch Frequenz oder so, da werden die dann aktiv, auch wenn es Jahre später ist. Mhm. Ja? Und jetzt habe ich noch etwas erlebt. Verwirrung, Verirrung. Ja. Und interessanterweise, bei einem dieser neuen Varianten, Omikron, wenn man die Buchstaben verändert, dann gibt es ein englisches Wort, aber frag mich jetzt nicht mehr, wie das heißt, und das heißt wortwörtlich Verwirrung. Mhm. Überleg mal, die schaffen mit Informationen, mit Wesenheiten, und jetzt kommt eine Steigerung, das weiß kein Mensch, außer mir, beziehungsweise diejenigen, die es durchgeführt haben. 1993, ich darf das jetzt sagen, weil dieser Mensch verstorben ist, und ich glaube, wir haben seine Zustimmung. Dir sagt bestimmt der Name Roland Blocher etwas. Ja. Der Roland Blocher hatte Zugang zu höchsten Ministerien, zu Chemiefirmen. Und eines davon, zwei Dinge war, 1993 lagen bereits Pläne in den Schubladen des Bundestages, die Kuhhaltung, die Rinderhaltung zu verbieten wegen Methan. Ja? Und was ist jetzt gerade die Diskussion? Naja, Klimawandel. Lieber das normale Fleisch verbieten und dann das Zeug aus Israel, aus dem Labor. Mal ganz nebenbei. 1993 in der Schublade. Heißt, wie viele Jahre wurde das vorher entwickelt, bis es in, rechnen wir einfach mal 20 Jahre. Ja, ja. Also, so lange ist das vorbereitet, dass die Grünen heute umsetzen. Aber worauf will ich hinaus? Und Roland Blocher hat noch etwas gesagt. Er hat einen Menschen kennengelernt, der hat in einer bestimmten Chemiefirma ein eigenes Zimmer, ein eigenes Labor. Er denkt sich eine Formel aus, die es in der Natur nicht gibt. Halt dich gut fest. Und mit dieser Formel informiert er Bakterien, die vorher so etwas nie gemacht hätten. 1993.
Ja. So, gehen wir noch weiter zurück zu Rudolf Steiner. Ein Attentatsversuch war, das war ein Giftgemisch, ein orientalisches Giftgemisch, und da ging es darum, nicht ihn zu töten, sondern seinen Geist so zu verwirren, dass man sagen kann, wenn man sich mit Anthroposophie beschäftigt, dann wird man so und so. Also, in den 20er Jahren war das schon entwickelt. Glaubst du vielleicht, die sind stehen geblieben? Herr Rudolf Steiner hat ja gesagt, dass es einen Impfstoff geben würde, der die Seele der Menschen trennt von den Menschen. Ne? Ja. Ich weiß nicht genau Wortlaut, aber ja. Er hat das genau gesehen, eigentlich was jetzt versucht wurde. Okay, Hubert, du hast so viel zu erzählen, wir machen sicherlich auch noch mehr Sendungen. Lass uns jetzt vielleicht mal schauen, was kann man machen, was kann man machen, wenn man das jetzt verstanden hat. Machst du da Seminare oder Vorträge oder arbeitest du mit Menschen, dass sie müssen ja dann auch ans Herz kommen, und wie viele Blockaden liegen da drauf? Gelingt es denn, dass Menschen, wenn sie den Willen haben, dass sie wirklich diese Verbindung auch wieder herstellen können? Du gibst wieder das Stichwort. Die wichtigste Bedingung ist, der Mensch, der zu uns kommt in die Transformation, er braucht einen starken Willen. Zweitens, er muss schon öfters Anläufe genommen haben, etwas in Ordnung zu bringen, auch wenn es ihm immer wieder den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Mhm. Das zeigt eben nicht nur einen Willen, sondern er tat auch. Ja, okay. Er tat auch. Mhm. Und das Merkmal der Menschen, die zu uns kommen, die sind oftmals jahrelang oder jahrzehntelang unterwegs, kommen aber nicht an den Kern, sind aber dicht dran. Und jetzt sage ich nicht, ja, diese anderen Seminare, die könnt ihr vergessen, sondern ich sage, passet auf. Alle Seminare, selbst wenn ihr irgendwo in ein Fettnäpfli reintappt seid oder irgendwas Gutes oder egal was ihr erlebt habt, das war alles wichtig. Auf eurem Weg. Auf eurem Weg. Ja. Das waren bisher wie Vorwaschgänge. Ja. Ja? Ja, okay. Wenn man nämlich einen harten Schmutz an der Kleidung hat und kommt gleich mit dem Hauptwaschgang, der bleibt immer ein Stück weit dreckig. Und außerdem ist das zu viel. Ja. Und der Fleck, der da dreckig bleibt, bleibt nicht nur dreckig, sondern auch die Kleidung drumherum wird anders und plötzlich habe ich noch ein anderes Muster drin. Ja? Also ganz bildlich praktisch. Und bei uns kommen sie dann sozusagen in den Hauptwaschgang. Warum? Weil es da an den Christus geht. Und weil ich den Christus selber erlebt habe, kurz danach auch voll die Gegenkraft, die heute die ganze Welt in Schach hält und durch entsprechende Menschen wirkt. Ja? So, und es kommen da eben Menschen hierher, die vollgeknallt sind mit solchen Kräften auch, teilweise von klein auf, teilweise sogar sie fast vom Leichenwagen über den Haufen gefahren werden, schon als kleines Kind. Also, letztens haben wir gerade jemanden da gehabt, da ist sogar meine Frau vom Hof verschwunden. Ich kann ja mit einer Sache umgehen. Ja? Und die kam nicht mehr auf den Hof, aber jetzt nicht, weil sie böse war, sondern sie hat gemerkt, jetzt hat sie keinen Zugang mehr. Ich selber habe alles geschützt. Dann haben wir das in Ordnung gebracht und dann konnte sie wieder kommen. Und jetzt kommt noch etwas. Das ist wieder einzigartig bei mir. Dann ging dieser Mensch, ein Tag später ist plötzlich eine Kuh durch den Stall und hat alle Kühe angeboxt. Ich in den Stall, sofort Gummistiefel in den Stall, die hat mich angestiert wie der Teufel persönlich. Ich habe das schon mal bei einer anderen Kuh erlebt. Die wollte ich stoppen mit meiner Männlichkeit und dann ist die ist am Rennen gewesen. Dann ist die auf mich los und hat mich weggeworfen, Gott sei Dank mit der Stirn und nicht mit den Hörnern. In den Wald rein und dann so runter. Ein normales Tier bleibt dann stehen. Die ist runter und das war's dann. Und jetzt bei dieser Kuh sah ich das wieder. Jetzt habe ich aber was anderes gemacht. In dem Moment musst du ja ganz bei dir sein. Ja. Und jetzt habe ich was aus dem Stegreif rausgemacht. Maria, breit den Mantel aus. Und die ist ruhig geworden. Mhm. Das war jetzt ein Erlebnis zu der Maria. Ich habe andere Erlebnisse auch. Und im selben Moment ist sie ruhig geworden und dann lief sie normal weiter und ging dann zum Fressen. Also ich kriege, wenn ich saubere Arbeit leiste, kriege ich
mein Zertifikat auch in der Natur. Deshalb muss ich akkurat arbeiten. Oder es war mal jemand da, auch Seelenentlassung durchgeführt. Ich habe abends dann gemolken, die laufen in den Melkstand rein und gehen dann über den Rücklauf wieder zurück. Jetzt sind die in dem Rücklauf stehen geblieben. Gehen nicht mehr weiter. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Ey, komm, laufen zu, weiter. Nichts. Ich gehe in den Rücklauf. Jetzt ist eine solche Seele im Rücklauf stehen geblieben. Da habe ich gesagt, aber jetzt ab die Post. Gell? Und dann ging es. Also da kann jeder drauf vertrauen, der Hubert, der muss sauber schaffen. Und das hat kein anderer wie ein Bauer. So brutal kriege ich. Ja. Oder manchmal, wenn es so richtig heftig wird, kann es sein, mir geht die Maschine kaputt. Hm. Und lauter solche Dinge und das Risiko übernehmen wir alles. Und das können wir natürlich nicht mehr lang machen. Hm. Aber ich habe gesagt, ich muss in die Vorleistung gehen, dass wir da jetzt was zeigen können, was Humisal ist und wie es wirkt und in Kombination mit dem Bauernhof, dass wir dann erkannt werden und irgendwann wird es so weit sein, was da wirklich erschaffen wurde. Ja? Da geht es richtig zur Sache. Ja? Hubert, ich denke, da machen wir eine weitere Sendung drüber, denn ja, das ist so viel. Ich denke, das muss der Zuschauer jetzt auch erstmal sacken lassen. Lass uns mal vielleicht nochmal darauf hinweisen, deine Seiten. Du hast mehrere Seiten. Merlehof.de gibt es, glaube ich. Ne? Ja, aber die neue Seite heißt dann also humisal.com. Ja. Und es wird dann ein Unterpunkt, also wir haben jetzt mehrere Internetseiten, aber humisal.com ist die aktuellste und dann humisal-mörlehof gibt es oder auch mörlehof.de. Das wird die nächste Zeit dann, ja, und dann vor allen Dingen YouTube-Kanal, ja, haben wir einen eigenen und einen Telegram-Kanal mitten ins Herz, ja, so. Und da sind wir so ein bisschen am. Ja, ja, man merkt, du hast so dermaßen viel Wissen und wie gesagt, ich könnte jetzt stundenlang zuhören, aber man muss es auch mal irgendwie dann erstmal sortieren für sich. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen Abschluss für diese Sendung und machen aber bestimmt noch ein oder zwei Gespräche, die dann später kommen bei BewusstTV. Ich sag erstmal, ich hoffe, dass das auch für den Zuschauer rübergekommen ist. Bei mir hat es sehr viel ausgelöst, so kleine Erkenntnisse, während du sprichst, wo ich denke, boah, ne, es macht Klick-Klick hier. Und ich hoffe auch bei den Zuschauern. Das heißt, du machst sehr viel und ich hoffe, dass du auch sehr viel bewirkst damit und hast eben bei BewusstTV jetzt die Gelegenheit, viele Zuschauer zu erreichen. Also vielen Dank erstmal im Moment und wir reden noch später weiter. Hubert Mörle, vielen Dank. Danke, Joe, dass ich kommen durfte und du das mit in die Welt tragen möchtest. Danke dir.